Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part waren wir eigentlich schon im Bosskampf mit diesem Wolf stehen geblieben. Da lohnt sich die Jagd. Ja, der Todesstoß gehört mir. Ach, der macht mit? Wir sind zu zweit? Halt! Warum? Du wohlgenährter Wolf! Okay, ja, wir springen wieder rein. Ich erkläre gleich, was passiert ist. Der geweissagte Wolf? Hallo? Bist du mein Untergang? Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Aua. Ja, der fängt schon wieder da an, wo er... Aua. Wo er letztes Mal aufgehört hat. Ich kann nicht sterben! Hast du es? Okay. Ich bin wie beim letzten Mal... Mein Schicksal oder mein Wille? Wie beim letzten Mal ziemlich ratlos, da wie wir den am blödsten besiegen. Weiche ich mal aus. Ach ja, ich dachte, er greift nochmal an. Oh nein, das kann ich nicht abwehren. Ja, eigentlich waren wir im Kampf stehen geblieben, aber das Spiel ist, während ich eine neue Aufnahme gemacht habe, abgebrochen. Bitte? Ja, ich wollte gerade sagen. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich hier nochmal in der neuen Folge das einfach komplett neu mit. Damit sie da auch verfolgen kann. Wie wir zu dem Wolf gekommen sind, seht ihr im letzten Part. Hi. Ah, warte mal, warum kann der so mich werfen? Das ist absolut unfair. ich muss mal heilen. Wie ging heilen? Ich bin in der neuen Aufnahmesession. Ich hätte den Kampf vielleicht noch beim letzten Mal mitmachen sollen. Hi. Das ist frech. Aua. Aua. Dieser Scheißhund. Danach bin ich kein Hundefreund. Aua! Ich glaube, ich bin schlechter als beim letzten Mal. Ja, wenn das so weitergeht, da brauchen wir noch 40 Stunden, um den Wolf zu besiegen. Ach cool, danke. Ich versuche aber auch mit meinem Pfeilen besser umzugehen als beim letzten Mal. Ach cool, danke dir. Ey, das sieht man manchmal, aber jetzt sehe ich zum Beispiel, dass er angreift. Ja, natürlich, jetzt greift er an, wo ich nicht block. Wahrscheinlich. Ach ne, jetzt geht er wieder da rein. Boah, das wird ein Kampf, der zieht sich. Der wird sich ziehen. Wo ist er denn? Hier. Nein. Danke dir. Ach ja, natürlich. Wofür blocke ich eigentlich? Ja, okay. Und jetzt natürlich auf einmal noch ein... Ach komm, du bist doch scheiße, Hund. Wolf. Was auch immer. Auch wenn du ein Held bist, ist mir egal. Du kannst sein, was du möchtest. Solange du mich in Ruhe lässt. Ach, ich wollte nochmal blocken, aber ich dachte mir, ja, wahrscheinlich greift er jetzt nicht nochmal an. Natürlich greift er jetzt nochmal an. Huch. Oh, jetzt geht er wieder im Boden. Bitte. Ich wollte... Also, warte mal. Was ist das für eine unnormale Reichweite? Hey, bleib doch. Ich habe keinen Pfeil mehr. Okay, wir brauchen Pfeile. Moment. Der nachfolgende Kampf verzögert sich um 40 Stunden, da ich neue Ausrüstung brauche. Oh nein, jetzt fängt er damit an. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der Aufnahme letztes Mal hatten, aber ich weiß, dass er das macht. Hier hatte ich nochmal Pfeile anscheinend. Hi, wo auch immer du bist. Hier waren auch nochmal Pfeile. Und auch nochmal eine Heilmöglichkeit. Hey, wo ist denn der? Der macht mich absolut sprachlos. Hallo? Hey, da ist der. Ich glaube, der war festgehangen, oder? Kann das sein? Hi. So, nimm. Versteh's nicht. Hey, das sollte doch eigentlich den Schwachpunkt getroffen haben. Wenn das Spiel meint, nein, dann natürlich nicht. Ist logisch. Ach nein, jetzt kommt er damit wieder. Vier Stück wirft er, glaube ich. So. Ach,
natürlich ist es die falsche Seite. Warum denn auch nicht? Wäre ja auch zu schön, wenn es die richtige wäre. So, jetzt habe ich das gemacht. Scheiße. Habe ich den mit Gift belegt? Nein, ich habe doch noch die Gift. So, jetzt kriegt der Giftschaden. Hey. Und das noch. Ey, sehr schön. So, wie sieht's aus? Wir haben noch ein bisschen Leben, haben wir noch. Mal gucken. Ey, war der gerade da oben? Cheatet der? Danke dir. Okay, also auch wenn der Bosskampf an sich relativ schwierig ist, weil er halt so viel Leben hat, spannend. Ich sag mal so, gab schon spannende... Alter, gab schon spannendere Bosskämpfe. Vor allem, da er sich halt immer da runterzieht. Aua. So. Ach, jetzt verpisst er sich wieder natürlich. Ach, du bist doch scheiße. So. Komm her. Hier. Headshot. Wenn ich dein Leben verschone, wirst du dasselbe für mich tun? Nein, ich verschone sein Leben nicht. Nicht nachdem er das hier gemacht hat. Ich will gar nicht den Bau. Gib mal. Moment. Komm, du hast gleich. Danke. Danke. Wirklich viermal. Viermals. Danke. Puh, und jetzt? Achso. Tod bestätigen. Ich habe dich gewarnt und sieh, wohin es dich führte. Harvey, nein! Warum denn nicht? Halte ein, Harvey! Was ist los, damit wir den jetzt nicht umbringen dürfen? Geh mir aus dem Weg, Loki! Du hast geschworen. Nie mein Blut zu vergießen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun. Das ist mein Blut. Was? Er ist mein Sohn. Bastard! Tyr, du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lyngvi, binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Komm, Junge. Sanft bewahre des Rechts. Loki, der Tag der Abrechnung kommt. Oh, daran besteht kein Zweifel. Interessante Storyline. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wie muss man sich das vorstellen? Das ist der Sohn von dem? Hä? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Töte den Wolf ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr meine Quest. Würde mich wundern. Aber ich... Der Himmel okay, jetzt. Sich wie ein schlechtes Omen. Meine unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Was ist denn die unmögliche Aufgabe? So, wir schauen erstmal kurz zu dem Fähigkeitsbaum hier. Genau.
Was wollen wir denn? Haben wir noch so einen... Das haben wir. Haben wir davon noch eins? Wir haben hier noch ein zweites. Ich glaube, wir haben noch irgendwo ein drittes, gell? Hier. Hier hätten wir noch ein viertes. Adrenalin beim Schleichen. Jagdkombo. Jagdbogenkombo. Verstärkte Pfeile. Pfeilsalve. Wie viele Bögen kann ich denn ausrüsten? Ich würde sagen, wir gehen mal zur Pfeilsalve. Einfach weil es sich interessant anhört. Das kriegen wir jetzt sogar schon. So. Okay. Ja, schauen wir uns dann an, wenn wir es haben oder gebrauchen können. Ein Band schmieden. Das ist unsere nächste Quest. Hier im Reich der Götter, würde ich mal sagen. Das ist dort. Komm, wir teleportieren uns dahin, springen dann ganz schnell runter und laufen dann zur Quest. Aber hat mich jetzt... Also, der Wolf war schon stark, wie gesagt, an sich, habe ich ja während dem Kampf schon gesagt. Allerdings auch sehr, sehr träge, weil er halt immer verschwunden ist. Dann diese Steinangriffe, da kannst du ja nichts wirklich machen. Aber... dass das der Sohn von denen ist, vor allem... Wie muss... Also, wie ist denn das abgelaufen? Da hätte ich mir ein paar Einzelheiten gerne gewünscht. So, wo ist denn die Quelle? Hä? Ich weiß. Hier irgendwo muss die ja starten. 15, da unten. Ah ja. Okay, mal schauen. So. Ist ein Höhleneingang. Besuche Ivaldis Schmiede. Das ist eine Schmiede. Ja, okay, bei den Göttern hätte ich mir das ein bisschen imposanter wie so ähnlich wie bei der Hobbit vorgestellt, wenn ihr das kennt, im zweiten Teil. Aber gut. Dass er nicht einfach in Asgard herumlaufen und seinen Pinsel in jede Höhle tauchen kann. Ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Ich werde darüber nachdenken. Was wollte der Baumeister? Was ist Geistmagie? Werden die Zwerge Ragnaröks überleben? Das ist irgendwie alles nicht auf die Antwort gemünzt, die er oder die wir darauf geben könnten. Was wollte der Baumeister? Worüber hast du mit dem Baumeister gesprochen? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Mächtige Pferde ziehen die Sonne und den Mond, dass die Schwingen eines Adlers erwecken den Wind. Die Menschen werden nach Ragnarök überleben. Ich würde sagen, das zweite ist wahr, die Schwingen eines Adlers erwecken den Wind, weil der bringt ja irgendwie Luft in Bewegung durch seinen Flügelschlag. Irgendwie ist das philosophisch wahrscheinlich korrekt. Der Wind, der über das Meer weht, wird von einem riesigen Adlergestalt namens Hreswelk erweckt, der am Rande des Himmels sitzt. Sehr interessant. Ich habe mich schon oft gefragt, woher er kommt. Also, du hast gefragt, was dieser Sack voll Schafsgedärme wollte. Er wollte wissen, wie Magie euren Huga beeinflusst. Warum sollte es ihn interessieren, wie mein Geist auf Magie reagiert? Nicht nur deiner, Harvey. Von euch allen. Aesir und Vanir. Ich sagte ihm, er soll seine Scheiße woanders schippen. Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Da wäre noch eine Sache. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden es stärken.
Und was erhalte ich dafür? Willst du wieder wissen? Meine Dankbarkeit? Wie wär's mit meiner Dankbarkeit? Freiheit gibt's nicht. Meinen Dank und meine Gastfreundschaft. Was könntest du mehr wollen? Oh. Falsche nicht mit dem, der deine Eier in der Hand hält. Du könntest auch ins Land des Feuers zurückkehren, Ivaldi, und wie deine Brüder sterben, auf einem Spieß gebraten. So frech solltest du jetzt aber auch nicht sein. Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nennen sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze? Die Wurzel eines Berges. Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt. Weitergegeben von Nyi und Nidi an Nordri und Sudri, Austri und Westri, Altjob. Ich verstehe. Ich bin bald zurück. Mehrere Quests angenommen. Ja, danke, ich hab's verstanden. Gandalf? Schön, Gandalf war da, also Gandalf der Graue oder Gandalf der Weiße, man weiß es nicht. Ja, ich bin aber auch ganz kurz mal weg. Hier haben wir keine Licht. Keine Licht. Nee, für euch geht's gleich ganz normal weiter. Für mich gibt's mal einen Moment, eine kurze Pause. Gib mir einen Moment. So, da bin ich wieder, musste kurz mal was machen. Für mich ist, auch das Spiel mittlerweile einmal abgestürzt. Das ist auch immer mega nice. Sind bei dem Questgegenstand im Inventar. Was? Ivaldis Rätsel sind bei deinen Questgegenständen im Inventar. Meine Questgegenstände. Was sind denn meine Questgegenstände? Hier. Fußen unter einer Katze. Über dem Tor des großen, der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze. Den Blick auf vielen hohen Türmen. Wird sie gefunden, flieht sie, doch folgt ihr ohne Furcht. Sie springt, stieg hinab. Führte sie dich zum Ende. Schwebt sie zu Boden, lande ebenso und stiehl schnell ihre Räusche. Was? Der Gipfel der Möglichkeit. In felsiger Wiege, auf Asgards höchsten Höhen, schläft die Saat in Ymirs kaltem Griff. Wärme sie wach. Bring sie zu Wasser und alter Knochen erwachen zu neuem Leben. Ja, das lese ich auf jeden Fall vor. Das ist egal. Durch nächste Nachricht. Bei der großen Halle im Norden. Ist das die große Halle im Norden? Also hier ist Norden. Ja. Das ist die große Halle im Norden? Also das, so ein Rätsel, damit habe ich nicht gerechnet. Über dem Tor der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze. Den Blick auf vielen hohen Türmen. Wird sie gefunden, flieht sie. Doch folge ihr ohne Furcht. Sie springe, flieg hinab. Führe sie dich zum Ende. Schwebt sie zu Boden. Lande ebenso und stiehl schnell ihre Geräusche. Was? Gut. Danke, Ubisoft. Ich merke schon, euer Spiel 1A. Dafür, also man muss ja sagen, generell ist das Spiel ganz gut programmiert, meiner Meinung nach. Ich habe relativ wenig Bugs. Aber das Spiele aktuell halt. Ist die große Halle des Nordens? Ist das die große Halle des. Habe ich ein Fernglas? Oh, warte mal, ich sehe hier was. Sei meine Augen. Du hast doch gerade was gesehen. Da ist anscheinend was. Dann ist das, springe ich überhaupt ins Wasser? Keine Lust, neben dran zu springen. Okay, passt. Passt. Dann, gehen wir hier hoch. Mal gucken mal, was da abgeht. Hallo? Oh nein, wie komme ich denn da? Wow, jetzt hat's geruckelt. Okay, gut, hier geht's halt hoch.
Gut, gut, gut. Dann haben wir einen Ort gefunden, glaube ich. Jetzt müssen wir nur wissen oder gleich gucken, wie wir das Scheißding noch einfangen können. Das Scheißding. Keine Liebe. So. Wo? Ah, hier oben. Sehnen. Pass auf, ich gehe hier rüber. Ich glaube, ich muss da hoch wahrscheinlich. Und wahrscheinlich einfach da nur nachlaufen, kann das sein? Meets, 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 komm. Eine von Freyas Statuen. Wer hat dich da hochgebracht, Kätzchen? Okay, wir müssen hier nachlaufen, glaube ich. So ist das also. Führe mich, Geschmeid. Ja, wir folgen dir. Wahrscheinlich immer in die Richtung, wo sie guckt, gell? Ja, jetzt hier rüber. Genau, um da. Achso, okay, die passt. Wohin führst du mich nur? Ey, scheiße, wie steige ich hier ab? Das war zwar richtig, aber wenn ihr mich fragt, wie, also ich habe C gedrückt, ich weiß aber nicht, ob das wirklich beachtet, da oben ist sie hin. Da oben ist sie. So, komm, bleib mal da. Oh, wie lange geht denn das? Und dieses Mäh nervt mich auch. Mäh. Als wäre es ja halber abgeschlachtet worden. Einen Weg nach unten. Ich hab's. Wer hätte gedacht, dass man ein Geräusch einfangen kann? Alrighty. Ja. Ja. Okay, hier sind wir noch. Das ist. Okay, Asgard, was haben wir noch? Wurzel schlagen. Finde die Wurzel. Achso, das ist wieder auch mit dem Rätsel, gell, was wir haben. Ja, das war irgendwas auf einem hohen Berg, aber ich weiß nicht mehr was. Moment, schauen wir mal nach. Irgendein beschissener hoher Berg. Der Gipfel der Möglichkeiten. In felsiger Wiege, auf Asgards höchsten Höhen, schläft die Saat in Ymirs kalten Griff. Wärme sie wach, bring sie zu Wasser und alter Knochen erwacht zu neuem Leben. Okay, dazu gehen wir, würde ich sagen, nochmal da hoch. Und wir müssen den höchsten Berg finden. Und ich denke, dann können wir mit unserem Adler einiges machen. Hier haben wir noch kein Reichtum und so gefunden. Das ist schon traurig. So, wo ist der höchste? Das ist ein hoher Berg. Das ist der höchste. Das sieht ziemlich nach dem höchsten aus, gell? Ja, lass mich raten. Wo fällt? Okay. Denke. Da kommen wir nicht runter, oder? Na komm, wir springen da hinten wieder. Das sollte auf jeden Fall besser funktionieren. Ja. Das sollte. Was haben wir denn hier? Heimdalls Bericht. Havi, die Angriffe werden milder und ich muss meinen Turm verlassen. Was ich mit einem verborgenen Ohr höre, sorgt mich. Und nun muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ich flehe dich nun noch einmal an, mir einen überzeugten Lehrling zu schicken. Loki hasst offensichtlich seine Rolle als Torwächter und sträubt sich schon bei dem kleinsten Auftrag. Er soll während meiner Abwesenheit beobachtet werden. Nicht, dass er ohne meine Schlüssel viel Schaden anrichten könnte, aber der Schutzkreis wurde geschwächt und Loki wäre nahezu nutzlos bei einem vollen Angriff der Jötner. Am besten sollte er anderweitig eingesetzt oder gleich ganz aus Asgard verwiesen werden, ungeachtet des Kuhhandels, den du eingegangen bist. Ich schwöre dir, er bringt mich noch ins Grab. H. Wer ist H? H. Ist Minecraft. Ha. Da muss ich dran denken gerade. Na gut, dann machen wir uns erstmal auf zum höchsten Berg. Haben wir? Ja, wir haben doch ein Rentier. Wo bist du, Rentier? Hier bist du, Rentier. Guck mal her. So, jetzt brauchen wir irgendwie so einen Porter. Wo führt denn der hin? Ich weiß halt nicht, welcher Porter der richtige ist. Wir könnten auch straight einfach. Ah, gut, vielleicht sollten wir nicht straight einfach runterlaufen. Wobei können wir hier runterspringen? Ach, mein Freund. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Rentier hat auch keine Lust mehr.
Oh, ich dachte, hier kommen wir durch. Wir nutzen den Porter einfach wieder. Bei dem waren wir schon mal. Ich glaube, das war der. So, einfach runter. Nein. So, teleportieren. Und dann sollten wir unten ankommen. Hoffe ich. Zumindest der Plan. Und dann können wir uns ein Boot schnappen und genau zu dem Berg. Übernehmen wir mal die Führung. So. Ah, nein, aber Moment. Wir drehen einmal. Ich glaube, wenn wir hier durchgehen, sind wir immer noch am schnellsten. Hoffentlich ist das der richtige Berg. Kein Bock, da noch irgendwo anders hinzugehen. Aber es sollte ja. Ist der höchste, den wir jetzt von da oben gesehen haben? Vielleicht gibt's. Nee, kann er. Der war schon markant größer. Hallo? Ach, hier darf ich gar nicht sein. Schade. Ist aber blöd gelaufen für die. Dass ich einfach trotzdem hier so durchreiten kann. Ist das das hier? Haben wir schon eine Questmarkierung? Nee. Ich denke, hier oben haben wir's. Da, wo wir hin müssen. Ich folge jetzt dem Weg. Ich sollte eigentlich brennen. Folgen wir einfach mal. Es gibt keinen höheren Gipfel als diesen. Okay, puh. Hui. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall richtig. Diesen Wachen entgeht nichts. Welchen Wachen? Ach, den Wachen. Moin. Ja, wir sehen uns. Du musstest mal. Kannst du. Danke. Hi. Aua. Warum ist hier. Müssen wir hier überhaupt weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat es da gerade geflimmert? Das Bild? So weit kommt es ja noch. Hey, ich bin keine Spinne. Eine Spinne hat 8 Beine. Und ich habe maximal 5, wenn du ganz lustig zählst. So. Weiter geht's nach oben einfach. Wir laufen straight da hoch. Nehmen hier die Heilung noch mit. So. Das kann man, glaube ich, auch besser lösen. Einmal nach oben. Und hier auch noch hoch. Da war fokussieren, das heißt. Ach, hier ist es. Okay, ich dachte, der Vorsprung wäre es. Gibt es den schönen Weg auch noch nach oben? Wahrscheinlich, ja, hier wahrscheinlich bei den Fackeln irgendwie. Und wie laufe ich? Ich kletter einfach das Ding hoch. Da sieht man wieder den Bergsteiger in mir durchkommen. So, noch eins. Na, ja, ne. Eigentlich nicht, aber gut. Und das muss ich dann runter zum Wasser tragen, oder wie? Wo ist denn hier die nächste Wasserquelle? Ja, das. Aber ein schönes Bild hat man hier nicht. Genau, hier hat man noch so einen Fotomodus. Das, mach kurz ein Bild. Okay. Ich hoffe, ich habe für euch das kurz zusammengecuttet. Je nachdem, wie lang es mir im Schnittprogramm erschien. Das ist es wahrscheinlich, gell? Oder? Ne, warte, hier ist mehr. Hä? Da bin ich. Muss noch höher? Ja, wahrscheinlich hier. Oh, hier. Ich sehe es. Das heißt, die lustige Kletterpartie ist noch nicht zu Ende. Warum denn auch? Ein Aruga. Okay. Komischer Ort. Generell. Was habe ich heute in der Folge geschafft? Kann man ja mal kurz zusammenfassen. Nicht viel. Wir haben zwar den Wolf besiegt. Wir haben den Schmiedenbesuch abgestattet. Wir haben so eine Katze gefangen. Und sind jetzt irgendeinen Felsen hochgeklettert. Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Was? Wofür gibt es das hier? Wirklich? Da oben können wir synchronisieren. Den Vögeln vorziehen. Das holen wir uns zuerst. Ich dachte, hier gibt es nur einen. Weil mir nichts weiteres auf der Karte markiert wurde. Aber schön, wenn es hier noch einen gibt. Das heißt, hier kann man dann auch immer noch hin synchronisieren.
schön großer See auch, wo den Asgard umgibt. Warum kann ich fokussieren? So, und dann runter. Und dann können wir so ein Ei mitnehmen. Im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. Was? Etwas Hitze. Ach so, ich habe eine Fackel. Moment. So Hitze? Die Sand wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Jetzt tragen. Brenn ich? Nö. Okay, können wir damit da runter? Ich glaube, das ist schon Wasser da unten, gell? Das passt ja perfekt. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet dann gerne wieder im nächsten ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.